Ich geb dir einfach mal ein Stack davon, das soll für eine Weile reichen. So, und Plastik. Plastik muss auch auf das Fließband hier. Also zum einen muss da das hier rauf. Und auf die andere Seite muss Plastik. Das heißt, wir tun das Plastik hier raus. Tun es hier auf dem Fließband. Ja, okay. Lassen das da lang laufen, dahin und dann mit einem Ärmchen auf die andere Seite. Also kommt Plastik jetzt auf die andere Seite, ist dann aber auch auf dem Fließband. Und du kannst dir das Plastik da runternehmen. Okay. Okay. Das sind die Electronic Components. Die aber hier hin müssen. Ja. Ja. Tu das dahin. Das dahin. Dahin. Ich brauche mehr Untergrunddinger. Und danach mehr Fließbänder. Das dahin. Darum, dahin, dahin? Ja. Du da drauf. So, da hinten staut sich's. Zing. So, jetzt fehlt nur noch das Solder. Brauchst Solder, Plate und Resin. Solder Plate. Wo sind die Solder Plates? Das ist Carbon, richtig? Richtig. Hab ich die selber hergestellt? Oh ne, die wurden hier oben gegossen, ne? Ach. Tin Replicator ist fertig. Mach mit Blei weiter. Oder irgendwas Interessantes? Upgrade Pumps. Nö. Barreling. Mach mal Barreling. So. Die Solder Plates sind nicht automatisiert. Nicht wirklich. Bau nochmal unterirdische Dinge. Und danach wieder normale. Und mach mal hier Platz für noch eine Fabrik. Hier eigentlich, ne? Ah, Mist. Das wird sehr komisch aussehen. Und all das nur, um mir zu helfen, ein paar Chips herzustellen fürs Erste. Fabrik. So, du da, unterirdisch, da raus, darum, dahin. Und du stellst jetzt diese komischen Solder-Dinger her. Da, dafür brauchst du auch Resin. Oh, Resin ist da unten. Wenn ich irgendwann meine 200 Construction Bots habe, dann mache ich einfach hier einmal Mist, das Öl ist damit drin. Ah, es wird nervig, auseinander zu friemeln. Aber gut. So, du nimm das da raus. Du es hier rauf. Wie kommen wir hier raus? Da kommen wir raus. Unterirdisch. Mist. Du musst weg. Unterirdisch da wieder raus. Darum, da hoch, da wieder unterirdisch, da raus. Ja, das schaut gut aus. Also nein, es schaut nicht gut aus, aber es funktioniert. So. Wir werden irgendwo irgendwie wieder angegriffen, aber die Türme sollten das regeln. Und jetzt die Solar Plates. Ja, die sind halbautomatisch, ne? Wir müssen nur das Tin immer da reinschmeißen. Ja, tu das dann bitte von hier aus raus, auf ein Fließband. Das Fließband hier langlaufen. Da. So. Und dann hier rum, da lang, dahin und wieder von einem Ärmchen auf die andere Seite legen, damit die Fabrik sich beides nehmen kann. Und natürlich haben wir keinen Strom. Natürlich haben wir da auch keinen Strom. So.
ist das jetzt einigermaßen stabil. Das Tin ist ein Problem, ja. Das heißt, wir müssen Tin hier nachlegen und wir müssen Tin hier oben nachlegen. Aber sonst ist das okay. Wo war Tin? Da hinten war Tin. Gib mir das Tin. Habe ich noch so einen kleinen Schmelzofen? Nee. Ja. Aber es hilft mir auf jeden Fall schon. Es werden jetzt durchgehend Chips hergestellt, glaube ich. Überprüfe ich gleich nochmal. Dorthin. Blei kommt ja dadurch. Ja, die sollten noch irgendwo reingelegt werden. Oh. Ja, und die müssen noch von da weg und dahin. Das heißt, da auf ein Fließband. Da, dahin, da unterirdisch, da raus. Mist. Ach so. Ja, doch. Okay. Da lang. Da unterirdisch, da hoch. Und darum. Du kannst beides nehmen. Okay. Das, meine Damen und Herren, ist die Fast-Automatisierung von weißen Chips. Ist einigermaßen kompakt geworden. Sieht absolut hässlich aus, aber es funktioniert. Und wir kriegen weiße Chips. Ja, damit. Gut. Du damit in rein. So. Ja. Das lassen wir jetzt mal laufen. Und erforscht weiter irgendwelche Dinge, die wir nicht so wirklich doll brauchen, aber doch irgendwann mal gebrauchen könnten. Weil die tollen Sachen, die wir gerne hätten, wir uns nicht leisten können. Laser Turret Shooting Speed. Laser Turret Damage. Laser Turret Damage. Und ich guck mal ganz kurz zu. Warum wird hier unten? Ah, doch, da. Ja, damit. Ich guck mal kurz hier hin, weil ich hätte gerne 600 davon. Dankeschön. Ich guck hier nach den Ressourcen und Tränke. Tränke sehen auch wieder gut aus. Staunen sich sogar ein bisschen. Das heißt, ich sammle mal kurz auf. Schmeiß die hier wieder rein. Zip, 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 zip. Okay, das war jetzt ein bisschen sinnlos mit den roten Tränken, aber ja, wenigstens ein bisschen was gestaut. Holz ist okay. Eisen ist immer so eine Sache, aber es hält sich. Was fehlt jetzt schon wieder? Electric Circuits Board fehlen. Das ist mir klar. Achso, kann ich die jetzt nicht mehr selber herstellen? Warum? Hä? Achso, die Dinger fehlen. Dafür fehlen mir Tinplatten. Ja, Tinplatten hole ich gleich. Und ich sehe gerade, ich habe ziemlich viele von diesen Solder Plates dabei. Die sollte ich vielleicht einfach irgendwo in unseren Kreislauf da reinschmeißen. Wer braucht das Solder Plates? Du, ne? Ja, hier. Ach, die stauen sich hier jetzt auch schon. Bis da oben hin. Ja, gut. ihr macht das schon. Also für den Eigenbedarf haben wir 263 davon, die wir wahrscheinlich aber nie wieder brauchen. Du hast ganz viel Blei. Schmeiß das mal alles da rein. Und wenn sich Blei darin staut, dann tu das mal bitte hier in eine Kiste. Ja. Damit das wenigstens irgendwann durchgearbeitet wird. Okay. Tin. Tu das Tin hier auch mal direkt in eine Kiste, dass es nicht immer da drin versauert. Das kannst du mir geben. Das kannst du mir geben. So, wie gesagt, abnehmen. Gut. Strom? Strom sieht nicht gut aus. Setz die Dinger ganz schnell wieder hin, die du die ganze Zeit im Inventar rumschleppst. So. Ups. Wieder ein Angriff unten. Komm langsam regelmäßig. Ja, Repairbots sind bald so eine Sache, ne? Bau mal ganz viele Solarpanels.
Bling, 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 genau. Damit ihr tagsüber ein bisschen beim Aufladen helft. Ja, sogar ziemlich, ziemlich, ziemlich viel. Und dann vielleicht noch ein paar neue Lasertürme bauen. Hm? Also wir haben zwar einmal rum diese Abdeckung, glaube ich, inzwischen. Aber es ist halt immer nur ein Lasertürm, alle zwei, was auch immer. Brauch mal fünf davon. Was fehlt? Stahl. Okay, Stahl sollte ich also gleich auch wieder anschmeißen. Dum, 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 dum. Okay, also Stahl. Oh, warum arbeitet ihr nicht mehr? Weil wir nicht mehr genug Holz haben. Okay, also Holz holen, Stahl holen und dann weiter gucken. Holz sollte ja eigentlich, ne, hier bei der Farm sein, genug. Yep. Holz. Einfach alles da oben in die Kiste. Die Kiste unten für unsere andere Komplexgeschichte da sollte schon fast voll sein, das ist okay. Für Stahl brauchen wir nur Eisen. Eisen ist so lala. Ja, haben wir nicht mehr wirklich viel auf Tasche. Die hier werden auch nicht hinterherkommen. Ist alles noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Wir haben noch einen sehr, sehr langen Weg von uns, bis wir auch nur annähernd in den Hightech-Bereich kommen von letzter Staffel. Die sind durchgehend voll. Nein, nicht durchgehend. Aber doch schon ziemlich. Ich bräuchte eigentlich mehr Schmelzöfen. So ein, zwei. So, jetzt aber erstmal Stahl. Oh, her damit, her damit. Raus, rein. Nochmal andere Dinge. Bei dem Laser Gun Turret Damage und Speed bin ich mir halt nicht ganz sicher. Weil eventuell gehen wir ja auch auf die anderen Türme. Wo waren die? Hier waren irgendwo Türme. Ne, das sind die komischen anderen Sachen. Hier sind Engines. Nein. Was zum Geier waren die Türme? Also ja, die Yoki-Türme. Ah, da sind sie. Genau die da. Die würden ja wieder Gun-Turret-Damage benutzen. Und die Reichweite schickt mit 30. Wobei die Lasertürme... Ja, haben nicht ganz 30. Das heißt, sie würden sogar eine größere Reichweite haben. Nee, nee. Mal gucken später. So, Stahl hätte ich jetzt. Baut trotzdem bitte weiter Solar Panels, weil wir das ganze Grünzeug dafür ballern müssen. Und ja, ich baue das Yogi-Ding gleich wieder auf, damit ich die Lampen herstellen kann. Auch wenn ich dazu das Haus verlassen muss, quasi. Und hier hinten irgendwo die Charge-Chunks abbauen. Talents. Ich hätte gerne einen Mining-Bonus. Ja, damit das mit dem Abbauen schneller geht. Und ein besseres Tool, besseres Tool. Was? Upgrade Part 1, Upgrade Part 2. Was ist das? Upgrade mal Part 1. Okay. Punkte sind verballert. Was denn Sinn des Wortes? Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Wir hatten Stahl gebraucht für? Für irgendwas. Ah, Lasertürme. Genau, brauchen wir nochmal davon ein paar. So, oh, der da unten ist schon ganz schön angeschlagen. Und hat keine Munition mehr? Achso, du bist ein Laser, bist ein alter Gun-Turret. Ja, ihr müsst auch weg. Ihr wurdet ersetzt, ob ihr es nun wisst oder nicht. Ihr seid die alten Modelle. Das hier sind die neuen. Und da sammeln sich doch schon ein paar Alien-Artefakte. Ah, ist echt schick. So, so, so. Weg mit dir, ihr kriegt nur Schaden. Euch können wir lieber später zerlegen. Und da kommen die nächsten. Doppelmauer brauchen wir noch nicht. Das werden alles nur kleine und medium Biter sein. Die Mauer ist noch nicht mehr irgendwo angeschlagen.
Was halt verdächtig ist, dass die Türme angeschlagen werden, wenn die Mauern nicht angeschlagen werden, aber werden dann wahrscheinlich breiter sein. Genau, die werden zerlegt. Den Recycler müssten wir irgendwann mal aufbauen oder erforschen. Das ist noch so eine Sache. Und setzen wir die mal. Yay, ein Weak Capacitor geschenkt bekommen. Das ist sehr nett, danke. Blub, 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 blub. Nein, nicht ein. So, das Alienlicht blockiert jetzt ein Solarpanel. Das ist vertretbar, würde ich sagen. Nein, 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 nein. Ich freue mich schon, wenn die Roboter das später machen. Dass wir hier schön Blueprint von bauen, denn zack, 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 alles automatisch gelegt wird. Die machen nämlich auch wesentlich weniger Fehler als ich. Gut, Laserturm. Ja, bobt die einfach mal hier auch schon hin. Ist okay. Einfach überall. Jeden äußeren Pfosten.